Und das wird ganz entscheidend sein, weil wenn du wieder so einen Putt hast oder so einen Abschlag, wird dieses Bild oder diese schlimme Erinnerung von deinem Misserfolg nicht in den Kopf kommen. Hallo, willkommen beim Wohn Ho Chi Golf. So wie du siehst, ich bin an einem sehr, sehr schönen Ort heute. Im Hintergrund ist Robben Island, wo der Nelson Mandela so lange im Gefängnis war. Aber für mich viel wichtiger ist, da unten ist der Metropolitan Golf Club. Und da habe ich angefangen, Golf zu spielen. Heute geht es um Niederlagen. Jeder Golfer, egal wie sein Handicap aussieht, hat Niederlagen auf der Runde. Hier ist ein Beispiel. Du hast einen kurzen Putt vor dir und du pullst den Putt nach links. Okay, das ist nicht so schön, aber ein paar Löcher später hast du wieder so einen 1 Meter Putt oder eineinhalb und der geht wieder links. Und dann langsam merkst du, oh, da ist eine Tendenz. Und dann spielst du ein paar Tage später noch eine Runde. Und dann denkst du, da war irgendwas mit dem Putten. Oh ja, das war diese Links-Dinge. So, ich muss etwas mehr von innen nach außen putten. Und man macht es, man hat viele Gedanken im Kopf. Und was passiert? Der Pull kommt wieder. Und dann fängt man an zu denken und kritisch zu werden. Und da haben wir ein Problem. Es kann auch auf anderen Stellen des Platzes passieren. Es muss nicht Putten sein, es kann auch der Drive sein, wo oder ein bestimmtes Loch, wo man immer schlecht spielt. Oder auf der rechten Seite des Fairways ist eine Auslinie am Loch 5. Und da 3 von 4 Mal schlage ich den Ball ins Aus. Nur wenn diese Niederlagen wie ins Ausschlagen oder so einen kurzen Putt verpassen, zu groß in meinem Kopf werden, dann wird es ein Problem. Das kann dann richtig hartnäckig sein und sehr, sehr schwierig sein, loszuwerden. Das Psychische wird dann physisch, man wird fester und der Rhythmus ist dann auch kaputt. So solltest du und kannst du so eine Narbe vermeiden. Es ist nicht ganz einfach, aber es ist auf jeden Fall machbar und so, so wichtig für dein Spiel. Das Erste, du musst wissen, warum das geht. Da ist der Trainer entscheidend. Er muss dir klipp und klar sagen, das ist der Grund und das musst du tun, das musst du trainieren, so viel musst du es trainieren. Dann ist der zweite Schritt natürlich, dass du es auch tust und wirklich Zeit, so viel Zeit, wie du hast, in diese Sache investieren. Das ist ein Muss. Dann gehst du es auf den Platz ausprobieren und du gehst Turnier spielen. Und dann hast du diese 1,5 Meter Putt zum Beispiel. Oder der Abschlag, wo die Ausseite auf der rechten Seite ist. Aber du hast einen Plan. Und du gibst alles, diesem Plan zu folgen. Mehr kannst du nicht von dir erwarten. Nur sagen wir, nachdem du trainiert hast, nachdem du herausgefunden hast, was genau der Fehler ist, du schlägst trotzdem einen Ball ins Aus im Turnier. Nur dann ist es so wichtig, dass du trotzdem, trotz alledem, etwas Positives aus der Sache herausholst. Ich weiß, man muss kreativ sein, man muss sein Gehirn ein bisschen tricksen fast, aber du könntest zum Beispiel sagen, also die letzten 5 Löcher, da waren 2 Löcher mit ganz viel Gefahr auf der rechten Seite und an den Löchern habe ich einen schönen Draw gespielt. So, ich bin richtig gut drauf heute, obwohl du gerade einen Ball ins Ausgeschlagen hast. Das ist der einzige Weg. Du musst wirklich davon von nach der Runde weggehen und sagen, das war positiv, was ich getan habe. Ich habe Fortschritte gemacht. Ich weiß, es klingt ein bisschen falsch und verrückt, aber du darfst nicht dich kaputt machen. Du musst sanfter mit dir umgehen, wenn du Turniere spielst. Und das wird ganz entscheidend sein, weil wenn du wieder
so einen Putt hast oder so einen Abschlag, wird dieses Bild oder diese schlimme Erinnerung von deinem Misserfolg nicht in den Kopf kommen. Leider ist es so, dass wir Golfer richtige, gute Erinnerungsvermögen haben, vor allem wenn es um schlechte Dinge geht. So, da müssen wir wirklich ständig dagegen kämpfen. Du musst nur manchmal, auch wenn es nicht klappt, die Sache trotzdem positiv sehen. Tschüss.